Weißt du, was ich tun würde, wenn ich wüsste, dass du mich nie wieder lieben würdest? Ich würde sofort in die Küche hinuntergehen, mir das schärfste Messer heraussuchen und mich umbringen. Was stellst du dir eigentlich unter dem Sieg einer Katze auf dem heißen Blechdach vor? Einfach drauf zu bleiben, verstehst du? Solange es mir möglich ist. Wenn eine Ehe in die Brüche geht, dann brauchst du die Gründe nicht lange zu suchen. Überleg doch mal selbst. Ich liebe dich und für diese Liebe werde ich kämpfen. Nicht für Skipper. Glaub mir, Skipper war nicht gut. Maggie. Brick, ich halte auch mich nicht für gut. Niemand ist gut. Aber Brick, Skipper ist tot. Und ich lebe. Maggie. Maggie, die Katze. Ja, ich lebe. Ich bin ja noch am Leben. Ich bin ein richtiger Alkoholiker. Und deshalb entschuldige mich bitte. Nein, ich entschuldige dich nicht. Ich möchte lieber allein bleiben, bis ich den Knacks in meinem Kopf höre. Es geschieht nur, wenn ich allein bin und mit niemandem spreche. Erwartest du von mir, dass ich über 28.000 Morgen des fruchtbarsten Bodens einem Trunkenbold übergebe? Keineswegs. Ich hänge an dir, mein Junge, aber warum soll ich deine verkommene Lebensweise unterstützen? Übergib doch alles Gooper und May. Ich kann Gooper, May und diese 5 schreienden Affen nicht ausstehen. Dir hängt das Lügen zum Hals raus, diese Glückwünsche, und dass du noch viele solcher Tage erleben mögest, wo doch jeder außer dir weiß, dass dies dein letzter Geburtstag sein wird. Wahrheit! Wahrheit! Was soll denn das? Alle Welt schreit nur immer wieder nach Wahrheit. Aber vergesst nicht, dass die Wahrheit schrecklicher sein kann als die Lüge. Statt einer Spritze, gibt es nicht Tabletten, um die Schmerzen verschwinden zu lassen? Lieber wäre es mir, wenn es Tabletten gäbe, mit denen man Menschen verschwinden lassen könnte. Verschwendung! Das ist alles überflüssig! Ich warne dich. Hör endlich auf, uns zu beschimpfen, du Faschingskönigin, oder ich werde dir dein hässliches Gesicht zerkratzen. Ich habe mir von dir so viel Beschimpfung anhören müssen, dass es einmal zu viel wird. Einen Moment, lass dir erklären. Du brauchst mir überhaupt nichts zu erklären. Ich kenne euch, ich habe genug. Ich weiß, was May gesagt hat. Und ich weiß auch, was sie meint. Ja, du besitzt 28.000 Morgen des fruchtbarsten Landes. Du besitzt auch 10 Millionen. Du besitzt Wertpapiere, du besitzt deine Frau und 2 Kinder. Du besitzt uns, aber du liebst uns nicht. Steck diese Papiere ein, ehe ich sie in Stücke reiße. Ich weiß nicht, was in dem Ding da drin steht und ich will es auch nicht wissen. Ich spreche jetzt anstelle von Big Daddy, verstehst du? Ich bin noch seine Frau, nicht seine Witwe. Na, darf man näher treten? Hat der Sturm großen Schaden angerichtet, Big Daddy? Von welchem Sturm sprichst du? Von dem Sturm draußen oder von dem Tumult hier drinnen?